unsere Beschwerden zu Ohren gekommen. Ich habe noch nie so krasse Streetbiker wie in Hamburg gesehen. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und die Leute, die fahren hier ordentlich. Das Ding ist, das ist nicht mal ein Rideout. Wir haben 4-5 Leute Bescheid gesagt, wir fahren in Hamburg. Auf einmal kommen hier 30 Leute. Und jetzt ist es so Bike-mäßig. Jungs, seid ihr gut drauf? Ja! So halb. So halb, warum? Was ist bei dir passiert? Bisschen gecased. Die erste Treppe heute, wir sind nicht mal richtig losgefahren. Er hat einen Platz. Junge, was geht hier ab? Zur Erklärung, ich bin die nächsten 3 Wochen jeden Tag in einer anderen Stadt und drehe Videos. Und eigentlich wollten wir in Hamburg kein Bike-Meet machen. Wir haben eine kleine Gruppe erstellt mit 5 Leuten und die haben es allen weitergesagt. Und jetzt haben wir doch eine Art Bike-Meet. Voll verrückt. Also die Hamburger Biker-Community ist crazy. Die Leute wollen jetzt diese Treppe doublen. Ja. Oh, oh. Ihr habt alle einen an der Waffel, Alter. Hamburg ist geisteskrank. Aber nicht schlecht. Sah gut aus. Digga. Junge, es geht los. Jungs, Alter. Hier rauf mit dem Bunnyhop wäre schon geil. Nein, Digga, nein, auf gar keinen Fall. Macht das jemand? Digga, nein, du machst das nicht, Digga. Doch. Nein, 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 nein. Nein, mach das nicht, Bro. Philipp kann das. Wollt ihr jetzt rüberfahren, oder was? Ja, ja. Das ist doch nur kleiner. Ey, wenn ihr sowas privat macht, ist mir egal. Aber stell dir mal vor, jetzt passiert irgendwas, dann ist oh no hand right out scheiße unverantwortlich. Bitte macht das jetzt nicht. Ihr könnt das machen, wann ihr wollt, aber jetzt wäre es einfach nur Das ist, irgendwie, das ist ja auch irgendwie kein Trick oder so, ist einfach nur so Risiko. Ich musste die gerade überreden, dass sie es nicht machen. Sehr gut. Aber es ist, Bro, das ist ein bisschen krank. Ich bin froh, dass sie sich überreden lassen haben, das nicht zu tun, weil ich will bei diesen Rideouts keine verletzen. Und es ist ein Risiko hier. Und es ist auch sehr, es geht sehr schnell, dass mir dann die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Aber ich muss wenigstens ein gutes Vorbild sein und tun, was ich kann, Alter, Mann. Volles Kanonenrohr, Alter. War das knapp. An der Stelle möchte ich euch auf Riders Fusion hinweisen. Meine Modemarke. Und wir sind nicht nur eine Modemarke, wir sind eine Familie, die sich gegenseitig unterstützt. Und dieses T-Shirt oder auch die Hoodie-Version, die ihr später seht, könnt ihr in der Videobeschreibung bestellen. Gecased, aber sie haben es geschafft. Also wenn die Treppen normal da wären, easy. Aber dieser Baum hier, der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja. Junge, wie kommt man auf die Idee, sowas zu doublen, wenn da ein fetter Baum steht, Alter? Digga, ihr seid alle geisteskrank. Fast in den reingefahren. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt oder wie krass man fahren muss, dass man das hier gap. Und wenn hier so ein Baum ist, Alter, Bro. Zündung! Alter, den hab ich nicht gesehen. Ja! Komplett krank, Mann. Die Blätter sind hier schon wieder runtergeflogen. Zum ersten Mal sieht man die Riders Fusion Member Card, wie sie hier prächtig ist. Bitte schön. Dankeschön. Oh, ich will auch eine Karte. Du bist auch gesprungen? Ja, ich will auch eine Karte. Bitte schön, Bro. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist die Riders Fusion Member Card. Bro, bitteschön, die hast du dir verdient. Was ist das? Das ist die Riders Fusion Membership Card, Alter. Willkommen im Club. Weiter geht's! Oh, Hilfe, Alter. Sowas hasse ich ja. Bro, einfach so die Tür aufmachen. Beängstigend. Na dann. Also wir sind jetzt bei U-Bahn, gell? Und ja, da kommen jetzt ziemlich viele Leute. Das wird ein bisschen schwierig, weil wir jetzt nur 20 Minuten haben, bis die Security kommt. Weil da eine Kamera ist. Ja, und die haben uns jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Okay. Deswegen müssen wir in 20 Minuten weiter. Wie doubelt man die? Erklär. Man geht da auf die dritte Treppe, versucht oder fährt die dann mit Fußspeed runter, so schnell wie es geht. Hier kann man dann noch einmal reintreten und dann ganz leicht abziehen, dann ist man perfekt drin. Die sind hier wirklich krass drauf. Die wollen jetzt diese Treppe hier, ich zeig's dir mal kurz, die ist so riesig. Die wollen diese Treppe jetzt doublen. Da ist ein Kameramann, da ist eine Kamera. Alter, was? Was? Yo! Das sah so einfach aus, als ob. Ich dachte, er war viel zu langsam, da hat er einfach durchgezogen. Stark. Stark. Besser, wir gehen, bevor Security kommt, ja. Ha? Oh, Bro, wie kommt man hier rein? Oh, Alter. Also stehen kann ich hier noch, ne? Jetzt nur hin. Digga, ich komme hier gar nicht durch. Oh, Junge. Ich fahre jetzt Jan sein Regenbogenbike, was in der Sonne schimmert und glitzert. Hi. Hi, welche Marke ist das?
Cannondale. Okay, da steht es mit Linde auch drauf. Ja. Na, das ist aber oberstes Regal schon, ne? Ja, also neu kostet das Ding, glaube ich, irgendwie 5.000, 6.000. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber hier mein Kumpel. Ja, das ist aber nicht mein Bike. Mein Kumpel hat Händlerpreise und sowas, weil er im Bikeladen arbeitet. Das ist natürlich ein Vorteil. Sieht check aus, du hast den Bock, mach ich nur. Ja, mit der Sonne, das sieht schon, das ist ein geiler, sieht schon cool aus. Du machst das nicht nur, weil die Kamera an ist. Nee. Du machst es nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken. Nee. Du machst es nur für dich selbst. Ja. Und du weißt, was passieren kann. Ich auch. Ja. Jo! Jo! Oh, oh mein Gott! Digga! Oh mein Gott! Wie krank, er hat uns fast geflattert. Schau, wie viele Zuschauer du hier hast. Heilige Scheiße. Oh, das war viel zu schnell. Hey, viel zu schnell. Ja, das Camp ist so steil, da muss man eigentlich überhaupt nicht flatten sein. Guck mal, wie er lacht, Alter. Der Kranke. Ah, du bist mit dem Kopf auf den Lenker geknallt, ja. Und deshalb ist dein Helm hier aufgeplatzt. Alter. Das war richtig gut. Also, Props gehen raus. Wo kommst du her? Oh, Bro, Treppen hoch! Oh. Nein, wo hat er sie wieder geplottet? Nein! No! Nein! Nein! Ich hab nichts dabei! No Luft, MTB! Ich bin wieder eine Treppe hochgefahren. Ja. Mechaniker! Schaut mal, was mein Mechaniker macht, nur um meinen Reifen zu flicken. Der muss jetzt den Schlauch abwaschen. Der klettert da runter, jetzt würde er es jeden Tag machen. Ich habe gestern Abend geübt. Der Mantel hat noch irgendwo ein Loch. Dann schreit er auf einmal, wie groß ist dein Reifen? 29 Zoll. Ich habe einen Schlauch dabei. Der Junge, du bist Shepard, ja? Let's go, Alter. Easy. Wie laut ist das, Bro? Oha, ja, Alter. Übertreib. Ey, pass auf. Geh weg. Alter, wie er sendet. Ich hab gehört, das hier soll der nächste Treppengap sein. Jetzt wollen die Jungs das hier gappen. Und der Bro... Erzähl mal, was hier passiert ist. Ich bin bis in Dosi aufgekommen und hab einen Tacnona Frontflip gemacht. Zeig mal deine Narbe. Digga! Alter, er wollte den schon mal double und hat sich zerlegt. Hier seht ihr den Clip eingeblendet. Und jetzt will er es einfach nochmal machen. Schaut mal, wie hier jetzt überall schon oben Leute stehen und gespannt zugucken. Er kommt um. Der hat einen kleinen Case, aber übertrieben smooth und richtig nice. Ich habe noch nie so krasse Streetbiker wie in Hamburg gesehen. Jawohl! Applaus! Was sagen Sie dazu? Super. Ja? Aber auch gefährlich. Ja. Was muss, das muss. Ne? Hey, das ist gerade wirklich so underground-mäßig, so Hamburg, diese ganz enge Mountainbike-Szene, Junge. Das ist gerade übertrieben spannend. Oh shit. Oh! Bisschen zu schnell. Jetzt schnell weg, bevor die Security kommt. Oh, ich glaube, es war ein bisschen weit. Oha, yo! Alter! So, ja, easy. Oh, bisschen weit, aber ab ins Flat. Ja, easy, chillig, ist nicht mal viel Impact. Eine Umarmung. Hallo. Uns sind Beschwerden zu Ohren gekommen. Ich weiß nicht, ich werfe euch das nicht vor, aber ihr könntet passen. Es sind irgendwelche Leute bei uns runter mit Fahrrädern zur U-Bahn gefahren. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt, ne? Dass wir sowas machen. Ne? Das ist lebensmüde. Das ist echt lebensmüde, genau. Damit wir sind dann angehalten, die Personalien von den Personen festzustellen, dem gegebenenfalls Hausverbot auszustellen. Wenn wir sie dabei antreffen, ne? Könnt ihr ja gerne weiter sagen. Ist nicht gewollt. Ja, so. Passt. Ja. Schönen Tag noch, ja? Ja, danke. Also, die waren beide sehr cool, finde ich. Weil die haben mit uns entspannt wie Menschen geredet und nicht so von oben herab. Auf jeden Fall total coole Security. Solche Ehrenmänner, Kuss geht draußen. Herz dafür in die Kommentare. Damit, Leute, war's das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.
Haut sie rein, Leute! Bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt. Wenn es wieder heißt. No Hand MTB. Haut sie rein! Bis zum nächsten Video. Tschüss!